jetzt muss ich ja vorsichtig sein, was ich sage. Ich finde Frankfurt anstrengend. Es ist wichtig, man trifft immer Leute, von denen man nie gedacht hat, dass man sie trifft, und das ist auch immer toll. Aber 2 Tage Messe und man ist ja, fix und fertig. Ja, also der Titel sagt ja schon ein bisschen was. Painting, das englische Wort für Malerei, Malen, in dem aber auch der Begriff Pain, Schmerz, steckt. Und genau darum geht es. Es geht um ein junges Mädchen, das gerade ausgezogen ist von zu Hause in das ehemalige Atelier ihres Vaters, der gestorben ist. Und es gibt nur noch ein Bild in diesem Atelier, nämlich ein Porträt, das der Vater von Marlene gemacht hat. Und dieses Bild verändert sich im Laufe des Buches. Also ich habe immer steif und fest behauptet, ich würde niemals etwas anderes schreiben als Kinderbücher bzw. Bücher bis zu dieser Altersgruppe, wo die Pubertät anfängt. Und dann habe ich gemerkt, bei meinen letzten Büchern für diese Altersgruppe ab 10 habe ich Sachen gemacht, wo ich dachte, oh hallo, halt. Das geht jetzt zu weit. Hier bist du zu erwachsen, hier wirst du auf einmal zu ironisch. Und da habe ich gemerkt, da muss irgendwas mal raus. Ja? Und dieses Buch war wie so eine Art Befreiungsschlag. Ich konnte mal auch richtig fies sein. Da kommt ja eine Figur vor, dieser Hausmeister, der hat mir am meisten Spaß gemacht. Das ist ein solches Arschloch. So eine Figur könnte ich natürlich niemals in einem Kinderbuch unterbringen. Und das brauchte ich einfach. Und ich habe danach ein Kinderbuch geschrieben, das jetzt auch gerade erschienen ist. Und das war dann auf einmal ganz einfach. Das hat dann auch wieder richtig Spaß gemacht. Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, okay, die Frau hat eine Tochter, die ist 18. Also meine Tochter hat gerade Abitur gemacht. Also ist jetzt auch dabei auszuziehen. Aber das Buch habe ich ja vor einem Jahr geschrieben. Natürlich, ich habe mich schon orientiert an den Freundinnen meiner Tochter. Vor allen Dingen, was mich immer wieder fasziniert hat, ist die unglaubliche Naivität dieser jungen Mädchen, die zum Beispiel diese Szene mit diesem Mann von der Gebühreneinzugszentrale, die wissen sowas alles nicht. Die wissen überhaupt nicht, die wissen nicht, wie man sich eine Steuerkarte besorgt, was ein Sozialversicherungsnachweis ist, etc. etc. Also da habe ich schon aus meiner Umgebung geklaut, aber die Marlene selber hat jetzt kein konkretes Vorbild. Eine Leidenschaft ist es gar nicht. Es ist eigentlich eher harte Arbeit. Ich wollte nie schreiben. Ich schreibe auch nicht sehr gern. Es war eigentlich eine Sache aus der Not geboren. Ich bin ursprünglich wäre ich Lehrerin für Deutsch und Französisch geworden. Aber als ich fertig war mit dem Examen, gab es kaum Stellen. Und dann habe ich angefangen, viel fürs Radio zu machen, über Literatur, so hochgestochenes Zeug. Bis mich mal jemand fragte, ach, wollen Sie sich nicht mal Geschichten für Kinder ausdenken fürs Radio? Und so fing das an. Es ist jetzt 25 Jahre her. Kinder sind ja viel geradliniger, da muss es sofort zum Punkt kommen. Die wollen Figuren haben, mit denen sie sympathisieren können. Was natürlich bei der Kinderliteratur einfacher ist, wenn man für Große schreibt, tunlichst vermeiden sollte, Schwarz-Weiß-Malerei. Das liebe ich an Kinderbüchern wirklich, dass ich da viel eher Bösewichter erfinden kann, die einfach auch durchweg böse sind und böse bleiben. Und da muss man natürlich schon, man muss ein bisschen subtiler sein, wenn man eben für Große schreibt. Der Alltag. Also ich erlebe nichts Besonderes. Ich führe ein, würde fast sagen, stinknormales, langweiliges Leben. Und das, was mir alltäglich begegnet, das findet sich dann in irgendeiner veränderten Form in meinen Büchern wieder. Das ist ganz lustig. Ich musste an einem Dienstag um 15 Uhr das Manuskript zum Verlag gemailt haben. Es war die deadeste Deadline. Absolut, es musste um 15 Uhr da sein.
Und ich saß am Vormittag und hatte noch nicht den Schluss. Ich wusste nicht, wie es ausgeht. Also natürlich wusste ich in groben Zügen, ich wusste natürlich, wer der Bösewicht ist, aber ich wusste nicht, was passiert. Und da habe ich geschrieben, wie in einem Rausch, diese letzten 20 Seiten. Und als ich das hatte, war ich einfach nur völlig leer im Kopf. Da habe ich gar nichts mehr gefühlt. Nur nicht mal Erleichterung, sondern nur ein einziges Vakuum. Ich darf nicht schlafen. Vom Winde verweht. Tom Sawyer.